Willkommen zurück zu Dying Light 2. Ich bin euer Fyrobo und bin mal hier munter. Zack. Schön, dass du dich nicht abgeholt hast. Ja, wir gucken mal, ob wir jetzt hier ein neues Sach aufdecken. Das ist irgendwie neu. Tschüss. Was ist denn los mit den Leuten? Warum sind die denn alle so aggressiv, ey? Ich will einfach nur hier lang und Mission annehmen, wenn überhaupt. Und mich einfach überfallen und werde gezwungen, Menschen zu töten, ey. Voll fies. So. Aha, wieder so ein riesen Abgrund vor mir. Naja, wir kommen ja hier lang. So. Hallo. Beste Qualität. Das ist schon Stufe. Oh, wir haben Stufe 5, stimmt. Stufe 5 erreicht, cool. Oh, ich hab's schon bekommen. Ja. 2 kann ich dann, glaube ich, langsam mal vergessen, ne? Cool. Wenn man die Möglichkeit habe, vielleicht Sachen aufzuleveln. Hier wird es ein paar Taler haben. Ein paar Taler von mir, so in die Mine. Kann man einsetzen. Ja, das. Mal, ne, das Krautzeug. Das hat ja nicht geklappt so richtig, ne? So, gut. Smartphone. 780. Funktionsfähiges Smartphone. Den Akku sich noch aufladen lassen. Sind wie postapokalyptische Schweizer Taschenmesser. Sie können ein wenig Strom liefern, verfügen über Werkzeuge wie Taschenlampe und Karten, können über Überlebensszenarien eingesetzt werden und beherbergen wertvolle Informationen über lang vergangene Zeiten. Wie? Das Smartphone braucht Internet. Oder nicht? Um das machen zu können. Hier haben wir schon mal nix. Okay. Schön, dich zu sehen. Hier ist noch was. Oh. Ein Band. Ah, guck mal an. Okay, gut. Scheinbar finden wir dann also nix mehr hier. Dann gehen wir hier hin. Nein, Google, ich will mal am Dings zum Laden. Laden sag ich jetzt schon. Beim Handy gerade nix machen. Ich will einfach nur spielen. Ja, ich würde einfach aufhören, würde es einfach Sachen zu aktivieren. Parkour, Fertigkeitspunkt. Wow. So, gehen wir mal hier hin. Hier lauf ich wieder ran, geil. Zack, zack. Dann würde ich einfach sagen, ich lege einfach mal Stufe 2 ab. 3 Waffen. Den Bogen lege ich auch mal ab. So, ansonsten. Zack. Oh, jetzt sind die nicht anderte abgelegt. Kannst du, ne? Naja, egal. So. Dip, dip, dip. Ich echt abgelegt. Also. So, dafür die Dreier will ich verkaufen. Mache ich einfach mal den da rein und. So, nehmen wir den mal so. Als Beispiel. So. Ich jetzt die Zweier-Sachen mitnehmen. Zweier Sachen mit. So, und die Dreier kann ich glaube ich auch mitnehmen, ne? So, noch Vierer Sachen da. Ja. Was soll ich sonst machen, ne?
Unser Inventar wieder ein bisschen geleert hier. Wir machen noch mal ein bisschen Money. So. Mal viel wegmachen. Oh, ich glaube, Legendary Sachen würde ich aus Prinzip erstmal behalten. Das ist eine gute Idee. Sag einfach mal, ich bald mal Legendary Sachen einfach mal. Sollte ich lila Sachen noch erstmal behalten? Weil lila Sachen, ja gut, die haben ja immer noch Fähigkeiten drauf. Deswegen. Die lila Sachen behalten wir doch noch erstmal. Und die Legendary. Erstmal. So, that's the deal. Was vom Blau und so weiter. Meinetwegen verkaufen. So. Blue Händler. Neue. Cooles Molly hast du. Den brauchen wir gerade nicht. Immunität für 400. Ja. Gut, ich würde gerne den verkaufen. So. Dann würde ich gerne. Könnte mir echt teilweise gar nichts sein, ey. So. Zack. So. Viel Günste, glaube ich, auch nicht zu holen. Fritz. Echt maximal. So 800 damit, glaube ich. Ja. Überhaupt. Beziehungsweise, oder? Also gehen die Sachen ja für 5 Punkte weg. Deswegen. Okay, so. Dann machen wir uns den Weg weiter. Die komische Karte hier eigentlich. Die Karte zeigt einige Nutzschorte, die Neuankömmlinge dabei helfen können, sich zurechtzufinden und einige der Geheimnisse der Stadt aufzudecken. Just don't go there. Okay. Glaube ich, das Parkhaus, ne? Schauen wir aber. Hier, Electric Station. PK. Airpack ist. Ja, und da so. Observatorium haben wir hier auch noch. Okay, ja, hier ist die komische. Alle. PK. Safe. Okay. Ich habe mir das jetzt irgendwas gebracht hat. Die Karte anzugucken. Wäre jetzt cool, wenn es sowas wie gäbe. Ist das Observatorium oder was? Was Observatorium hat er hier? Wie ist es nicht? Wiederbeleben, Überlebender. Wenn Sie in einer Zone mit Überlebenden abstürzen, werden Sie durch Helfland in der Nähe des Punkts wiederbeleben. Wenn Sie abgestürzt sind. Ja. Ist auch schon mal ganz nützlich. Okay, gut, wir wollen zu dem Punkt weiterlaufen kommen. No Cake Mac. Das sind einfach so ganze Bäume auf den Dächern wachsen. Das finde ich halt immer noch so surreal. Ich meine, es sind ja so Bäume, die brauchen ja auch ein bisschen Platz für Wurzeln, ne? Ja, cool, danke. Hi. Deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, weil das ist doch ein Baum, der braucht. Der hat nicht nur 15 Jahre gebraucht. Du bist jetzt eine Weile hier.
Nee, bin ich nicht. Nimm nix. Ui, hoppa. Oh, wie schön das Smooth, das jetzt einfach gerade hier geht. Ich wüsste eine Sache, die ich gerne wüsste, wäre, bin ich schon ready, um einen Schattenjäger zu bekämpfen? Das wüsste ich eher gerne mal. Hallo, ich will scannen. Wenn ich den nicht mal sehe. Beim Scan. Okay. Hey, jeppa. Muss ich aufstehen? Was ist mit dir? Oh, der Krippelzombie. Oh, der Joe. So. Ah, schon so gut wie viel. Wow, okay, aua. Wie viel wir jetzt hier Anführungszeichen halt jetzt an Akku-Dingern haben. Finde ich eigentlich ganz cool. Ja, ich könnte ein paar Fallen haben und so, aber halt. Ich sage ständig allen, dass wir uns auf den Winter vorbereiten sollten. Echt mal. Wow. Okay. So. Ja. Warum brenne ich? So, da war ein Feuer. Ernsthaft, ich komme da nicht dran? Ich kann nicht echt umgreifen. Jetzt ist er nicht in der Lage. Was? Ich muss die nackte Frau. Was? Wen suchst du? Das ist ja das Problem. Ich weiß nicht mehr. Mon Dieu. Ich wusste, ich hätte nach dem ersten Glas Apfelwein aufhören sollen. Ich habe einen Karton Glitzer in eine meiner Vogelscheuchen gesteckt. Aber in welche? Du machst Vogelscheuchen? Ich dachte, das ist eine Kunstwerkstatt. Vogelscheuchen machen ist Kunst. Sie sind sehr gefragt und ich bin gut darin, sie zu gestalten. Die Leute nennen mich die Vogelscheuchenkönigin. Was immer meine Kunden wünschen, ob Cowboy-Vogelscheuche, Topmodel-Vogelscheuche oder Graf Dracula zur Bewachung deines Gemüses. Für eine Witwe habe ich sogar schon den toten Ehemann nachgebildet. Gabriel macht alles möglich. Warum steckst du Glitzer in eine Vogelscheuche? Für eine Sonderanfertigung. Eine süße Einhornvogelscheuche für ein niedliches kleines Mädchen. Der Glitzer hat mich ein Vermögen gekostet. Und ich wollte ihn irgendwo sicher verstecken, aber jetzt weiß ich nicht mehr, in welchem meiner Babys er steckt. Na, vielleicht kann ich ihn für dich suchen. Ich weiß nur noch, dass da eine nackte Frau war und ein Baum und oben drüber die Vogelscheuche. Bist du sicher, dass das kein Traum war? Junger Mann, meine Träume zerplatzten, als Bordeaux dem Virus zum Opfer fiel. Eine nackte Dame und ein Baum führen dich zu meiner Vogelscheuche. Da bin ich absolut sicher. Okay. Dann schauen wir doch mal. Wir leben und das ist alles, guten was Abend, zählt. Aiden. Guten Abend. Oh, cool, danke. Psst, Andy sucht Nacktmodels. Hast du Interesse? Klar, jedenfalls.
mir nicht viel gebracht. 100 Meter in die Richtung. Es gab eine Zeit, in der hat die Menschen nur Bögen. Dann schauen wir doch mal. Muss den Kammer achten, das riecht köstlich wieder mal. Zack. Also hier soll irgendwo eine nackte Frau sein. Darüber ist eine Vogelscheuche. Hey, das Graffiti da an der Wand. Das ist die nackte Frau. Und der Baum. Gabriels Vogelscheuche muss hier irgendwo sein. Ach da. Okay, dann kommen wir mal, versuchen wir mal da hochzukommen, ne? Was sagen? Zack. So. Lass es uns später nochmal probieren. Das ist eine Vogelscheuche. Wir haben keine andere Wahl. Vielleicht können wir mit jemandem darüber sprechen. Es ist ja nicht so, als würde irgendjemand auf Strom verzichten. Ich sage ständig allen, dass wir uns auf den Winter vorbereiten sollten. Die Vogelscheuche da. Aha. Komisch, dass jemand seinen Lesestuhl neben eine Vogelscheuche stellt. Und was hier vielleicht. Ja, und hier ist der Glitzer. Da wird sich ein kleines Mädchen aber freuen. Das war's. Okay. Oh. Das war schon alles. Aber schön, dass nicht direkt darüber war, sondern daneben. War gut. Kleinigkeiten, ne, die wir da entdeckt haben, aber gut, was soll's. So. Okay, das hat nicht gepasst. Schade. Ups. Okay, da war ich ein bisschen zu gierig. Verdammte Biomarker. Sie sind die. Hi. Wer ist dein Glitzer, Gabriel? Abkürzung. Oh, danke, junger Mann. Hier, für deine Mühen. Deine Vogelscheuche hat ihre Aufgabe nicht wirklich gut erfüllt. Sie hat kein Gemüse beschützt und da stand ein Lesestuhl neben ihr. Ein Lesestuhl? Dann hat sie genau das getan, was sie sollte. Jemandem Gesellschaft leisten. Dafür nutzen sie die meisten heutzutage. So, so. Soll ich dir auch eine Vogelscheuche machen? Ja, bitte. Nimmst du dafür auch Glitzer? Ach, hör auf. Ich nehme das sehr ernst. Komm später wieder und schau, ob sie dir gefällt. Okay. Aiden, du bist jetzt eine Weile hier und ja. Praktisch einer von uns. Okay. Und? Das war's? Ich habe seinerzeit so viele Filme geschaut. Okay. Das betrieblich versiegelte Gebäude ist streng verboten. Bitte beachten Sie, dass derartige Gebäude durch das Militär überwacht werden. Im Falle eines. Und der es seit Jahren nicht mehr gibt. Okay, cool. So. Haben wir da noch was aufgedeckt, wenn wir hier unterwegs waren? Nö. Ja, hier wird wahrscheinlich auch nichts mehr so großartig sein, also können wir theoretisch jetzt hier über. Oder sollen wir hier anfangen? Irgendwo müssen wir anfangen, ne? Jo. Können wir hier rüber, würde ich sagen. Schnell Reise! Zack! So. Ach, können Sie mal eine Dark Zone betreten? Ist wirklich so eine Dark Zone? Weiß nicht. Kommen wir hier hin? Hier scheint eine Dark Zone zu sein. Hm?
Hier darf ich mich reichlich bedienen. Vermute mal, wenn ich da lang gehe, komme ich vielleicht zu Wards. Kurz bekämpfen. Geld holen. Achso, hier sind wir ja. Hier war ja der eine Container, den wir uns holen konnten. Oder wir nehmen uns einfach coole Sachen mit. So, dann war ja hier alles am Blinken gewesen. Was haben wir denn hier? Vor uns ist ein Lithia Drop. Okay. Hier dürfen wir jetzt nicht mehr durch, oder was? Ja. Hier ging es ja nach oben. So. Echt lang nach oben. Okay. So. Jetzt sind wir auf dem Dach. Okay, cool. So, unser Militärdrop, den ich gesehen hatte, war der oder was? Da haben wir hier mehrere. Ne, es muss der gewesen sein. Ja, dann schauen wir doch mal. Uns diesen Militärdrop da holen. Zack. War ja relativ simpel, ne? Zack, zack. Und dann mal hier. Zack. Immer noch das. Brauchen wir noch einen, dann haben wir unseren Gleiter nochmal ein Upgrade spendieren können, ne? Da können wir unseren Gleiter Upgrade spendieren, so. Gleitschirm mal vor. Ja. Noch immer. Ja, also auf jeden Fall gibt es hier jede Menge, jede Menge Kraft zu entdecken. Ja, ja, ja. Nicht, wo wir anfangen sollen. Wow. Okay, cool, dass wir uns nicht abgerollt haben. Wo ich die Taste gedrückt habe. Es ist irgendwie in letzter Zeit passiert das öfters. Warum auch immer. Okay. So, was haben wir denn hier in der Nähe? Mal gucken. Was denn? Was haben wir da? Eine Sicherheitszone. So, muss ich. Haben wir diesen Sendeturm? Okay. Weil ich den nicht schon vorher gezeigt bekommen habe. Ich finde es aber cool, dass wir einfach auf das andere Gebiet, so sag ich mal, anführungszeichenmäßig zugreifen können. Cool. Ja, da oben müssen wir auf jeden Fall hin und dann irgendwie in einem von den Towern ist dann die Fingerpistole. Okay. Komische Gebäudestrukturen, ne? Würde ich mal sagen, aber gut. Wir wollen einfach mal. Gehen mal da hin. Ist ja relativ. Unten, ich denke einfach mal, es wird eine. Ah, ein Konvoi ist das, okay. So. So. Ja, ja, wer will mich denn aufhalten? Die Teile sind schon wieder voll. Ja, müssen wir mal wieder ein bisschen was fertigen. Wir müssen mit Bögen. Mit Fallen meine ich. So. Fische vielleicht noch. So. Zack. Ja, ich würde da ein Saftspiel. Da einfach nur lang. Ja, würde ich doch gar nicht.
So, was ist das hier nur? Oh, ein Konvoi. Cool. Machen oder was? Bitte beachten Sie, dass das Behindern von Sicherheitskräften in Ausübung ihrer Rechte zu Verhaftung, Inhaftierung und oder sofortiger Ausweisung aus der Zone führen kann. Was macht der denn da? Der Entzug von Passprivilegien und weitere Strafen sind eben. Den kann ich einfach. So. Doch noch nicht, okay. Alles klar. Ja, ich würde gerne mich bewegen. Hat ja super geklappt, ich bewegen konnte. So. Okay. Alter, er wird ganz schön lästig. Jetzt genug Geschnetzeltes gemacht. Hm. Hier könnte ich jetzt was machen, wenn es einen Peacekeeper gäbe, ne? Ich will da hoch! Wo, warum? Hä? Biel, was ist los mit dir? Okay. So. Zack, zack, zack. Ne, Sprengstoff, okay. Mine. Darf ich nicht mitnehmen, okay. Dann darf ich das nicht mitnehmen. So. Warum müssen die immer auf so viele leer sein, ja? So, zack, zack, zack. Okay, schwer. Ernsthaft? Bist du her? Erwischt. Oh fuck. Jetzt sollte ich laufen. Da kann ich nicht lang, nice. So, wo komme ich denn hier hin? Okay. Irgendwie läuft hier was falsch. Kann das sein? Alter Schwede. Schnauze. Was läuft denn hier verkehrt? Wo kommst du jetzt hin? In ihm bin. Das hoffe ich auch. Zack. Dass man so langsam sein kann. Ich kann einfach nichts gegen die machen.
Cool. Sie haben zwei neue Nachrichten. Warum? Warum ist dieses Ding aktiv? Muss ich nicht verstehen, oder? Ja, ich bin verwirrt. Ich laufe hier gerade in eine Quarantänezone rein, scheinbar. Gewusster Eingang. Ah, da. Treibstoffbehälter erkannt. Ja, ja. Zack. Gehen wir mal hier hoch. Gehen wir hier hoch. Gehen wir mal hier hoch. Dann schauen wir mal, wo wir rauskommen. Schnitzel, Schnatzel, Schnatzel, Schnatzel. Warum auch immer ich ihn nicht treffe. Quatsch. Aber. Quatsch. Warum? Guck, sprech in eine Richtung. Einzigartig, ja, guck, von dem kriege ich mich einzigartig. So. Wissen, was Aktivität haben wir hier noch? Okay. So, dann gehen wir einfach mal hier hoch. Eins. Zack, zack, zack. Ja, hallo. So, ich würde gern scannen. Machen wir hier erstmal auf. Zack, zack. Auch nochmal. Zack, zack. Hier. Zack, zack, zack. Und haben wir uns ein Update verdient, oder? Würde ich mal sagen. So, und was nehmen wir denn? Eine Maus da, komm. Maus da rein, zack. So, was haben wir denn hier? Rutschen, Sprinten, Versprung. Sprung, Doppelsprung. Ja, den haben wir ohne Doppelsprung geschafft. Muss ich noch einen merken. Drehsprung, was? Okay, aha. Und. Nachbrenner. Sichere Landung, das ist auch noch ganz. Landesprung. Aha. Dann machen wir den mal hier. Zack. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, haut rein. Ciao, ciao.